So, meine Freunde, morgen startet der neue Akt mit tatsächlich auch einigen Agentenänderungen, unter anderem einem riesigen Buff für Cypher und einem in meinen Augen verdienten Nerf für Raze. Aber schauen wir uns das Ganze im Detail an, es gibt noch viel mehr zu besprechen, deswegen starten wir direkt mit den Cypher-Buffs. Und zwar wird bei Cypher sein Trapwire überarbeitet. Zuallererst, wenn die Gegner reinlaufen, dauert das nicht mehr ganze 3 Sekunden, bis das Trapwire stunt, sondern nur noch 1,5 Sekunden, wobei der Gegner danach auch noch etwas länger geslowt ist. Nicht für 0,7 Sekunden, sondern für ganze 2 Sekunden. Jetzt kommt jedoch der eigentliche Clou an dem ganzen Buff, der Cypher wirklich sehr, sehr stark werden lassen kann. Und die Betonung liegt hierbei auf kann. Aber seht selbst. Denn wenn der Gegner in ein Trapwire reinläuft und es nicht zerstört, reaktiviert sich das Trapwire wieder. Bedeutet, dass wieder ein neuer Gegner in das Trapwire reinlaufen kann, wieder revealed wird und somit auch wieder gestunt wird, falls es dazu kommen sollte. Das Ganze wirkt natürlich jetzt erstmal stark, weil ihr so gesehen ganze 5 Gegner mit einem Trapwire aufhalten bzw. aufdecken könnt. Allerdings solltet ihr mal Folgendes bedenken. Im Attack macht das Ganze natürlich keinen Unterschied, denn dort benutzt ihr die Trapwires, um die Flanks zu sichern. Aber wenn der Gegner dort reinläuft, schießt er natürlich das Trapwire kaputt. Das ist natürlich auch nach wie vor gleich. Wenn die Gegner die Trapwire kaputt schießen oder mit Utility zerstören, kommt das natürlich auch nicht wieder. In der Defense sieht das jedoch ein bisschen anders aus, denn wenn die Gegner in euer Trapwire reinlaufen und ihr direkt den Gegner tötet, im Optimalfall auch noch so, dass ihr das Trapwire abgesmokt habt und die Gegner das Trapwire nicht sehen, dann kann sich das Trapwire wieder reaktivieren und auch der nächste Gegner, der auf Side läuft, wird wieder aufgedeckt, wodurch ihr zu einem absoluten Endboss-Gegner in der Verteidigung werden könntet. Bedeutet, ihr solltet auf jeden Fall als Cypher-Main entweder extrem gute Cages haben oder im Optimalfall noch einen Premium-Mate als Smoker, der eure Trapwires immer absmoked, damit die Gegner eure Trapwires nicht finden oder eben Utility dafür benutzen müssen. Mir persönlich gefällt der Buff natürlich extremst als Cypher-Main, auch wenn ich sagen müsste, er wäre nicht notwendig gewesen, aber ich freue mich drüber, da er jetzt mal wieder mit Killjoy auf einem Niveau steht. Trotzdem bin ich ein bisschen traurig darüber, dass Deadlock, Sage und Chamber irgendwie da als Sentinel noch ein bisschen vernachlässigt werden und die eigentlichen beiden Sentinels, die es aktuell gibt, nur Killjoy und Cypher sind. Das war aber tatsächlich noch nicht alles, denn auch Fade und Sky wurden in Hinsicht des Trapwires angepasst. Denn oftmals war es vorher so, dass wenn der Dog von der Sky am Trapwire vorbeiläuft, es trotzdem irgendwie getriggert wurde. Jetzt macht die Höhe des Trapwires tatsächlich einen entscheidenden Unterschied, was mich sehr freut, denn früher war das teilweise sehr, sehr random. Vor allem beim Fade Prowler, denn dort war es früher teilweise sehr, sehr random, ob oder wie jetzt das Trapwire ausgelöst wurde. Jetzt macht es sogar einen Unterschied, wenn ihr das Trapwire am Boden platziert, denn der Fade Prowler schwebt ja technisch gesehen, weshalb der Fade Prowler über Trapwires, die am Boden sind, nun drüber schweben wird, ohne es zu triggern, was mich sehr, sehr freut, weil es einfach ein bisschen mehr Counterpotenzial für Cypher bietet. So viel also zu Cypher. Schreibt mir auch gerne eure Meinung dazu mal in die Kommentare. Ich persönlich muss ehrlich gestehen, ich hatte nach den Weltmeisterschaften mir irgendwie erhofft, dass Deadlock noch einen Buff bekommt, weil vor allem Riot Games das Ganze irgendwie auch schon angeteasert hat, dass sie da in die Richtung was machen wollen, aber anscheinend wissen sie noch nicht genau was. Deswegen, da bleiben wir auf jeden Fall gespannt. Gehen wir damit jetzt zu dem Raze-Nerf, über der mich persönlich tatsächlich sehr, sehr freut. Und als allererstes haben sie ihre Satchel angepasst. Bedeutet, die Satchel brauchen nun anstatt 0,5 Sekunden 1,5 Sekunden, bis sie komplett gearmt ist. Und erst dann kann sie Schaden verursachen. Das heißt, und das kommt natürlich Cypher wieder zugute, ihr könnt nicht einfach mal die Satchel nach vorne werfen, schnell explodieren lassen und das Trapwire ist kaputt. Es muss 1,5 Sekunden erst eben auf dem Boden oder an der Wand liegen bleiben, bis man es detonieren kann. Bedeutet, der Gegner hat in diesem Zeitraum tatsächlich Zeit, die Satchel vorher abzuschießen, um quasi das Ganze zu verhindern. Selbstverständlich können aber natürlich alle Racemates nach wie vor noch ihre Double Satchel Combo machen und durch die Gegend fliegen. Das ist Teil von ihrem Kit. Das soll natürlich auch so bleiben, aber der Damage wird halt eben nicht applied, was einen riesen Unterschied macht, denn ich habe beispielsweise auf Lotus auf dem C-Spot früher sehr gerne Cypher gespielt und wenn die Raze auf Side geflogen kam, sind allein durch die Double Satchel Combos meine ganzen Trapwires und Utility schon zerstört gewesen. Und das ist eben jetzt nicht mehr so, was natürlich Cypher auch wieder einen riesen Vorteil gibt. Die Satchel ist jedoch nicht das einzige, was bei Raze genervt wird, auch die Granate verliert etwas am Radius, sowohl bei der ersten als auch bei der zweiten Instanz und genau dasselbe gilt im Übrigen auch für den minimalen Damage, der applied wird. Früher war es nämlich so, wenn ihr auch nur ein ganz kleines bisschen von der Granate getroffen wurdet, habt ihr direkt mal mindestens 15 Schaden bekommen. Das wurde jetzt auf einen Schaden gesenkt.
Und als würde das nicht schon reichen, wird auch der Utility Damage Multiplier von der Granate von 250% auf 100% gesenkt. Was nicht einen Riesenunterschied macht, wenn ihr die Granate auf irgendwelche Utility werft, geht die zu 90% kaputt, aber ihr könnt sie halt nicht mehr hoch in die Luft werfen und dann kommen die kleinen Mini-Granaten runter und zerstören noch alles. Das wird eher weniger der Fall sein. So, damit sind wir also durch mit den Agenten, gehen wir also direkt über zu den Waffen und Gott sei Dank gibt es endlich einen Judge-Nerf. Ich hatte es ja schon in der VCT-Analyse erwähnt, dass die Judge aktuell einfach broken ist. Sie ist viel zu stark und deshalb bekommt sie jetzt einen berechtigten Nerf, was im Übrigen aber natürlich auch wieder ein bisschen Raze nerfen wird, da sie ja auch ein beliebter Judge-Spieler sein kann. Gehen wir jetzt jedoch auf die Nerfs genau ein und zuallererst hat man sich dazu entschieden, das Magazin, also die Bullets, von 7 auf 5 zu reduzieren. Was bedeutet, dass ihr mit der Judge auch nur noch 15 Bullets in der Reserve habt, also insgesamt 20 Schuss. Da das aber nicht das eigentliche Problem der Judge war, hat man eben noch den Bullet Spread erhöht, sowohl im Rennen als auch im Springen, wobei man im Springen das Ganze verdoppelt hat und im Rennen versiebenfacht. Das sind natürlich jetzt nur Zahlen auf dem Papier. Wie das am Ende sich im Spiel dann anfühlt, müssen wir dann irgendwie erst testen und rausfinden. Doch neben dem Judge-Nerf kurieren aktuell diverse Gerüchte und auch schon teilweise Leaks um eine neue Waffe, die sogenannte Outlaw, welche eine neue Sniper werden soll für 2400 Credits. Aktuell wird gemunkelt, dass sie erstmal nur temporär ins Spiel kommen soll, bedeutet also, dass sie für einen bestimmten Modus nur reinkommt oder wie gesagt vielleicht für ein paar Wochen mal getestet wird. Jedenfalls liegt sie eben preislich zwischen einer Operator und einer Marshall, was bedeutet, dass sie eventuell auf den Oberkörper 125 Schaden machen könnte, was nämlich den riesigen Unterschied bei der Half-Shield-Meter machen könnte. Denn aktuell wird sowohl im Pro-Player als natürlich auch gerne auf den High-Elos oft das High-Shield verwendet, da es zumindest bei einem Full-Buy wie einer Vandal oder Phantom keinen großen Unterschied macht. Bei einer Outlaw, die jedoch dann 125 Schaden auf den Körper macht, könnte das natürlich einen riesigen Unterschied machen. Andere vermuten jedoch auch, dass es eine Mischung aus einer Sniper und einer Shotgun sein wird, dass man sie sowohl, also beispielsweise im Scope, als Sniper benutzen kann, aber unscoped dann beispielsweise als Shotgun auf Close Range. Wann die Outlaw noch ins Spiel kommen wird oder ob sie es überhaupt schaffen wird, ist aktuell noch unklar. Aber schreibt mir gerne mal eure Meinung und vielleicht auch Vermutungen in die Kommentare, denn das wäre wirklich sehr, sehr cool und würde natürlich Riot Games auch wieder ermöglichen, wieder neue Skins für eine neue Waffe zu releasen. Und zu guter Letzt kommt selbstverständlich auch ISO jetzt ins Game. Ich hatte ja bereits schon zwei Videos dazu gemacht, die ihr euch gerne mal anschauen könnt. Aber nicht nur ISO kommt, sondern natürlich auch ein neuer Battle Pass und eine neue Skinline mit dem Namen The Lion, welches ein sehr, sehr cooles Knife hat, welches im Endeffekt nämlich einfach ein Stock ist. Und das ganze Bundle natürlich an den Affenkönig Wukong aus der chinesischen Mythologie angelehnt ist. Das Ganze könnt ihr auch beim Finisher sehr, sehr schön sehen. Ich persönlich muss sagen, das Bundle ist recht schön. Das Knife als auch die Ghost und die Vandal gefallen mir sehr gut, die Ares und die Operator eher weniger, aber das ist natürlich Geschmackssache. Insgesamt ist das natürlich alles chinesisch gethemed, genauso wie der Agent. ISO kommt aus China, was natürlich alles mit dem Release von Valorant in China zusammenhängt. Damit soll es das aber für heute erstmal gewesen sein. Wenn ihr alle weiteren Updates rund um Valorant nicht verpassen wollt, dann abonniert auf jeden Fall den Kanal und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Zocken. Haut rein!